Okay, weiter geht's. Okay, also F steht für ein Pantomime, der einen Schlaganfall hat. U steht für dich und Josh, W. Busch. Und N steht für. Ja. Sprühschuss im Inhalationsgerät. Ja. Dann. Lecker. F steht für Ficken. U steht für uns, dich und eine Tonne weißer Scheiße. Voller Scheiße. Weißer Scheiße. Weißer Scheiße. Schon ausgetrocknet und weiß ist. Da stand weiße Schokolade, weiße Scheiße. Und N steht für Nekrophilie. Ja. Das ist doch gut. Oh, der F steht für viel zu große Lutscher. U steht für uns, dich und während der Bukake-Party ertrinken. Ah. Und N steht für Fidgets. Fidget-Finner. 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 Alter, diese Kackkarte. Und außerdem F steht für Fußnägel. Oh. U steht für uns, dich und eine paar breite Punkte. N steht für Nordkorea. Einstimmig. Alle klar. Fußnägel. Also ich trinke, um. Also ich trinke. Zu vergessen. So rum. Ah, okay. Ich okay. trinke. Ich habe wohl gerade ein neues Getränk erfunden. Ich trinke. Okay. Ich weiß ja nicht, was da alles reinkommt, aber. Meinst du nicht, dass das Wort wörtlich zu übersetzen ist? Ich trinke Prostituierte, um Dieter Bohns Penis zu vergessen. Dann trinke ich auch noch zwei kalte Hot Dogs, um eine Sammlung mumifizierter Geschlechtsorgane. Warum immer nur Penisse? Ich trinke, ganz ehrlich, oh, man kann mal unehrlich trinken, um Raphael zu vergessen. Wer ist Raphael? Ich kenne keinen Raphael. Ach, hast ihn schon vergessen. Ja, siehst du? Ich trinke Hure, um Microsoft zu vergessen. Warum willst du Microsoft vergessen? Wer ist Raphael? Das hast du vergessen. So ganz ehrlich, ja, wer ist Raphael? Keine Ahnung. Ich soll mir die so verstecken. Herr Karz, wer ist denn Herr Karz? Keine Ahnung, wo weiter? Keine Ahnung, Karz, du kennst mir die Tiefe. Weiter? Wähl ihn die. Nein. Okay. Ah! So. Hilf gegen Depressionen. Okay, ne, an alle Depressiven da draußen, hier die vier Heilmittel, die zur Wahl stehen. Einmal Roberts Vorhaut an der Eichel festtackern, hilft gegen Depression. Robert! Dann eine würzige Vier-Eichel-Käse-Pizza, hilft gegen Depression. Ich brauch dir nur noch drei Freunde dafür, aber die Marke. Was? Natursekt hilft gegen Depressionen. Depressionen. Und Kinderpornografie hilft gegen Depressionen. Was hast du denn jetzt gehabt? Hab genießt. Du rotzt immer dein Mikrofon rein, Alter. Nein, ich hab weggenießt. Genießt. Gieß mir auch mal einen weg. Ich hab dich weggenießt. Also wenn das gegen Depression hilft, ne? Das hilft, siehst du. Schön. Alter. Was? Abimoto?
Oh, jetzt und Abimotto, ja, und oh. Abimotto. Also Abimotto, was ist es denn? Das wird das Abimotto. Okay. Oh nein, nein. Oh Gott, ey. Moment. Ja. So, unser Abi-Motto, ne? Ja. Mösenpups. Du sollst ein paar ankommen. Das wäre Vorschlag Nummer 1. Vorschlag Nummer 2. 10 afrikanische Kinder, die auf dem Zebrastreifen von einem Auto überfahren werden. Geiles Abi-Motto. Ja. Abi-Motto Nummer 3. Nekrophile Bestatter. Laufen alle die ganze Klasse, das sind nekrophile Bestatter rum, ey. Ja, die Tische sind Särge. Vorschlag Nummer 4 für unser Abi-Motto. Sie Erdnussbutter auf die Eier schmieren und es den Hund abschlecken lassen. Okay. Was ich wollte das. Für dich. Ich habe alle Mösenpups. Wer ist Leonie und Dominik? Keine Ahnung. Ah, die treffen sich für was? Ja, egal. Also Dominik ist ein Kumpel von mir und Leonie ist die Freundin von meiner Schwester. Ich hatte mal in der Klasse jemand, die ist Leonie. Aber machen wir weiter. Weiter? Also, ich dachte... Ja, wenn du willst, kannst du auch machen. Ja, mir wurscht. Kannst auch lassen. Ja, ich find's mal lustig, einfach mal irgendwelche random Leute dort zu beleidigen. Ich hätte eine Karte, also. Also in 3 Stunden treffen sich Leonie und Dominik um... Also in 3 Stunden treffen sich Leonie und Dominik, um alle Kekse vom AIDS-Spender vor dem Event zu fressen. Alles klar. Dann treffen sie sich auch noch in 3 Stunden, um eine homoerotische wegen einem homoerotischen Volleyball-Zusammenschnitt. Dann treffen sie sich bald auch noch von Mundwasser betrunken werden. Und eine Leiche zurück ins Leben rammeln. In der Freistunde erst. Der wahrscheinlich so ein Bestatter nebenan, oder? Ja, ja. Boah, Alter. Der ist noch nicht tot, der ist noch nicht tot. Vor allem sie macht auch noch mit, ey. Ja. Oh. Ah, schön. Ah, oh, okay. High five, Bro. Langsam eine Runde gehen mit 10 Punkten bei 4 Leuten, ey. Ja. Ja. Wahrscheinlich wie halt so Stundenfolgen bei mir. Okay. Woher soll ich das denn wissen? High five, Bro! Jo, Mann! Entstände auf deinem Friedhof bekommen und merken, dass man an Nekrophilie leidet. High five, Bro! Hey, Bro, juhu! Fettleibigkeit! High five, Bro! Und Wodka, High Five Bro! Ach komm. Ich glaube, das gab's bestimmt schon mal, das hat bestimmt schon mal jemand gesagt, oder? Ja. Ja. Also ich bin nicht so voll down da unten und ihr beide so 6-5. Ja. Wie 6-5 und ihr 2-3? Was willst du niemals unter deinem Bett deiner Tochter finden? Unter dem Bett deiner Tochter. Ich würde sagen, das hier. So, was willst du denn niemals unter dem Bett deiner Tochter finden? Gleich, sag mal an. Was dann? Illegale Einwanderer. Würde ich auch nicht finden wollen. Bei Marie ist es... Salty Bram, der seine TS-Rechte ausnimmt, um Pizza zu kicken. Nee. Bei Eve... Sorry, Eve. Der Milchmann. Oh mein Gott. Der Milchmann ist schon wieder unter dem Bett deiner Tochter. Und bei mir wär's dann... Ja, du da will ich da auch nicht hin. Nee, will ich auch nicht. Weil was hat das unter Bett zu suchen? Man weiß es nicht. Na, Pico hat auch noch gewonnen. Da oben, ne? Ah ja, wie schon.
Das musste jetzt mal gesagt werden hier, ey. Okay. Ausgeleitete Fotzenlappen, das musste jetzt mal gesagt werden, ne? Unbedingt. Dann auch noch Steinschlag, das musste mal gesagt werden. Oha. Masturbation, das musste mal gesagt werden. Atemlos, das musste mal gesagt werden. Voll die kurzen Wörter hier. Ja. Ausgeleierte Fotzenlappen. Das musste mal gesagt werden. Schön. Ah. Komm. Drei Dinge brauchte man. Und? Warum soll ich dem drei passende Karten? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der Mann so braucht. Keine Ahnung. Drei Dinge braucht der Mann. Wonder Woman, gefälschte Kündigungsschreiben und Taco-Verkäuferin. Ja. Oha. Na, weitere drei Dinge, die der Mann braucht. Bilder von Titten. Ja. Blowjob. Alles klar, das ist Jan. Und Kindern beibringen zu fluchen. Da bin ich sowas vorbei. Na klar. Drei Dinge braucht der Mann. Scheiße. Opas Asche. Und Embryo-Stammzellen. Komm, wenn du meinst. Ja. Und drei Dinge, die der Mann auch noch braucht, sind das Fruchtwasser von der eigenen Mutter aus der Zeit, als sie mit einem schwanger war. Wow. Arschhaare, die bis zu deinem Schädel reichen. Wow. Und mit Pocken infizierte Kuscheldecken. Was braucht ihr Männer, really? Ja. Nein, doch, das ist Jan. Oh, ey. Boah, das hat einfach nur gepasst. What? Was ist in... Keine Ahnung. So, Freunde, im nächsten Podcast ist das Hauptthema. Jetzt bräuchte ich so einen Insider von Pete Sweet. Also ich würde jetzt lachen, wenn entweder Eve oder ich noch gewinnen würden. So zweieinhalb Punkte. Ich würde Eve gönnen, dass sie dann einen Sieg mehr hat. Müsst ihr aber aufhören, so gute Karten zu haben, ihr beiden. Das tut mir leid. Dann würde das funktionieren. So, die nächsten vier Folgen von Podcast haben als Hauptthema der von Analsex völlig zerstörte Schließmuskel. Ah, okay. Kleine Schwänze. Deine Doppelgänger töten und Zombiebären. Warum wird mich das nicht wundern, dass es wirklich ein Thema für die fünf wären? Oh, mein Gott. Ja, Punkt. Oh mein 7, Gott. 7-7-3-3. 7-3. Ruf sie jetzt an. Ja, so, gerade ein bisschen fies, ne? So wie so Männer gegen. Ja, ne? Mal weiter, oder? Sollen wir die Verhüpfen daneben? Kindergartenkinder, es sind Kindergartenkinder, komm! Okay, es gab einen Riesenskandal, als Frau Hübner den Kindergartenkindern Blumen gezeigt hat. Okay, es gab einen Riesenskandal, als Frau Hübner den Kindergartenkindern Popo-Piraten gezeigt hat. Pupu-Piraten. Dann gab es auch noch einen Skandal, als Frau Hübner den Kindergartenkindern Geschlechtsverkehr in den Popo gezeigt hat. Analsex für Kindergartenkinder. Dann hat sie auch noch den Kindergartenkindern Landminen im Fundament gezeigt. Oh mein Gott. Und dann auch noch Superman. Oh, Superman, oh nein. Superman! Ganz schlimm! Kommt zu dir gefliegt! Nein, das war super, Richie. Geschlechtsverkehr in den Popo! Ich freue mich auch noch, weißt du? Ja.
Letzte Nacht träumte ich von... Ich hoffe nicht, dass du das geträumt hast. Nein, ich habe das hier geträumt. Ich wünsche mir nicht, dass das... Okay, letzte Nacht träumte ich von sanft und sachte den Penis auf die Stirn der Freundin legen und das letzte Einhorn flüstern. Nein, bitte nicht, ich will das nicht. Ich will nicht das letzte Einhorn sein. Letzte Nacht träumte ich von Sex mit deiner Mutter. Du Schwein. Letzte Nacht träumte ich von goldbraunem Schiss. Goldbraune Schiss. Da leise. Letzte Nacht träumte ich von Gay Niggas from Outer Space. Alter, was hab ich denn für einen Freund? Ja. Keine Ahnung. Ein sehr krank. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Gamescom. Ist deine Mutter also. Ach, guck mal. Ach nee, ja, hatten wir schon. Haben wir auch schon. Ja, genau. Was haben die Bibel und das Kamasutra-Buch gemeinsam? Nicht das oder das. Ah, schwierig. Immer das. So. Was haben die Bibel und das Kamasutra-Buch gemeinsam? Erstens, Borat. Borat. Zweitens, Freunde mit Extras. Drittens, Fantasien von sexualisierten Baumfällern. Und der letzte, sexuelle Spannung. Sehr, sehr sexuell hier alles, außer Borat. 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 Als ob Borat nicht sexuell wäre. Nein, der ist sexuell. Ach, sexuell. Ja. Nee, bisexuell. Ich weiß nicht, wenn Borat kann man auf die einmal gucken und dann nie wieder. Ich hab's noch nie geguckt, glaube ich, oder? Wusste nicht, dass es ein Film ist. Glaub nicht. Ist ein Film. Das ist ein Film. Wusste ich nicht. Die Hauptfigur da drin heißt Borat. Ah ja, okay. Hey. Ihr macht es spannend. Leise, ihr macht es auch viel spannend, ne? Ja. Eine Runde gewinnt Leis, und nächste mit Jan, dann wird Leis. Fastballofen, der mein ständiger Begleiter ist. Okay, also. Kundenservice-Mitarbeiter, mein Gott, ist mein ständiger Begleiter. Die Hauptrolle im neuen Two Girls One Cup Video ist mein ständiger Begleiter. Heubrause Schniefen ist mein ständiger Begleiter. Und Katze mit Buttplug, aka Buddy, ist mein ständiger Begleiter. Okay. Was hat Buddy jetzt schon wieder getan? Ich weiß es nicht. Er hat sich was. Eve, Eve holt noch einen Punkt. 8844. Wie halte ich meine Beziehung am Laufen? Oh, ah, jetzt weiß ich nicht. Nein. Erfahre den wahren Grund. Ah. Das ist irgendwie so eher so Karts gegen uns eher immer, ne? Ja, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Karts gegen uns. Eigentlich immer nur fertig standen, die Menschheit. Oder Menschlichkeit. Ja, doch, Karts against Chaos Gang. Karts against my Chaos Gang. Mhm. Nicht Chaos Gang, gegen Humanity. Chaos Gang. Also, okay, also, wie halte ich meine Beziehung am Laufen? Ja. Zwei lapprig geschlauchte Titten mit tellergroßen Warzenhöfen? Ja, die besitze ich. Damit halte ich meine Beziehung am Laufen. Also der du. Naja, ja. Wie halte ich meine Beziehung noch am Laufen? Nackt im Regen tanzen und verdammt, ich lieb dich. Oh sing. Nein! Verdammt, ich lieb dich. Alte Scheiße. Nackt im Regen, okay. Aber in Hofen. Naja, klar. Ich brauche ganz draußen an der Straße oder in der Fußgängerzone. Ja, mach weiter. Am Bahnhof. Wie halte ich meine Beziehung am Laufen? Sailor Moon? Ja, Mann. Das, also, ne? Ja, das sagt ist gut. Alles. Das sagt alles. Aber wir folgen, wie halte ich meine Beziehung am Laufen? Deine Mutter. Deine Mutter. Wie hältst du deine Beziehung am Laufen? Deine Mutter. Deine Mutter. Oh
Gott. Ja, nackt im Regen tanzen. Jawoll. Schön. So, der neue, die neueste Show am Broadway. Das Musical. Noch ein Punkt, Jan hat Leistung gewonnen. Oh Gott. Ja. Jo. Zwei Punkte noch, hat Jan noch gewonnen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kriegt Jan gleich wieder einen Punkt. Zwei Runden hintereinander. Okay. So, Freunde, es gibt neue Musicals am Broadway, ne? Wohin gehen wir denn? Zu einem vom eigenen Körper feste Tode zerduckt werden. Das Musical. Wie lange geht denn das? Die neueste Show am Broadway. Inzest und deine 15 Geschwister, das Musical. Singen sie da am Sex oder was? Ja. Keine Ahnung. Die singen jeden Move. Ja. Solange sie nicht Bollywood machen. Also, I got the moves like Jack. Zudem gibt's noch meine Funke nach dem Musical. Nice, easy going. Und zu guter Letzt, ihre königliche Hoheit Queen Elizabeth II, das Musical. Cool. So ein ich will in das Musical gehen. Ich will das. Mit euch. Alles klar. Alles ich hab gewonnen. Live, ey. Dabei wird doch leise die Funke der Wagner. Oh Gott. Ja. So, ja, das war's. Ne, Match. Ja, doch. Ende. Nee, wir wollen nur eine Runde noch spielen. Ja, ja klar. Ich werde nur kurz eine kleine Pipi-Pause machen. So. Ja, eine Pause wäre nicht schlecht. Ja, ich will danach noch in das Zimmer da drüben. Ja, dann mache ich kurz. Mal den. Ja, ich weiß, dass deine Karte den. War, aber eigentlich, also aus Insider-Gründen ist halt leise die komplette wahrgenommen. Ja, weil die fast immer bei mir kommt, wenn ich dann mit Fragen dran bin oder so. Die gewinnt dann meistens auch noch dann. Machen wir kurze kleine Mini-Pipi-Pause und dann geht's gleich weiter mit Stadtlandfluss. Die ziehen mich immer voll auf mit der funkelnden Vagina. Das ist einfach beleidigend. Tag ein, Tag aus. Furchtbar. Also, ach, da hab ich's. Ich hab zum ersten Mal meinen Pausen-Ding jetzt genutzt. Halleluja. Oh mein Gott. Gibt's denn mehr, der mich retten kann? Nö. Oder funkelnden Vagina? Gut, ich lasse auch gleich die Musik laufen und dann